Süß, Herr Professor Lehnstedt, Herr Professor Groß, Herr Dr. Behrens und Herr Professor Aust. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre hochqualifizierten, engagierten und auch kritischen Ausführungen, die Sie hier bisher getätigt haben. Und ich bedauere es sehr, dass Sie sich hier in einer Reihe mit der Geschichtsquacksalberei gestellt sehen durch einen AfD-Politiker, der uns hier als Sachverständiger untergejubelt wurde. Herr Borchert, Sie haben es gesagt, es geht nicht ohne Wissenschaft. Es wurde gerade deutlich, dass es sowohl ohne Wissenschaft als auch ohne Empathie geht. Gehen soll. Nein, ich sage, es geht nicht ohne Wissenschaft und nicht ohne Empathie. Und wir wissen, dass die Möglichkeit hier durch die Ergebnisse der Bundestagswahl gegeben worden sind. Trotzdem bleibe ich dabei, dass es eine Schande für diesen Ausschuss und eine Schande für den Deutschen Bundestag ist, dass hier in diesem Hohen Hause Geschichtsrevisionismus, dass deutsche Täterschaft relativiert wird und eine unerträgliche Täter-Opfer-Umkehr stattfinden, versucht wird hinzulegen. Wir werden uns da ganz deutlich dagegen positionieren. Ich bin allen Kolleginnen dankbar, die sich bisher dazu geäußert haben. Ich möchte ein paar grundsätzliche Bemerkungen vielleicht vorausschicken. Wir müssen ja unterscheiden zwischen wissenschaftlicher Historie, also Geschichtswissenschaft, und Erinnerungspolitik. Und die Historie ist zumindest dem Ideal nach der objektiven Wahrheit verpflichtet und nichts anderem, während die Erinnerungspolitik ja gewisse auch politische Ziele verfolgt. Ich denke, wir haben es bei diesem Dokumentationszentrum hier sicherlich mit einem Hybrid aus beiden Ansätzen zu tun, wobei aus meiner Sicht doch die Erinnerungspolitik hier überwiegt und stärker wiegt, schwerer wiegt. Beides ist natürlich für sich genommen legitim. Auch Erinnerungspolitik ist legitim. Was unser Problem ist mit dieser Form von Erinnerungspolitik, das ist eben, dass sie synchron geht oder in einem Zusammenhang zu sehen ist mit einer Politik, die sozusagen alle Ansätze, die auf die Souveränität Deutschlands abheben, die eine meinetwegen restriktivere Migrationspolitik wollen, die keinen Brüsseler Zentralstaat wollen, etc., all diese Dinge, dass man die sehr leicht eben dann assoziiert mit den dunkelsten Zeiten unserer Geschichte. Und deswegen liegt da aus unserer Sicht auch eine Instrumentalisierung eben der NS-Zeit vor in dieser Erinnerungspolitik, sowohl in der allgemein sehr großen Konzentration unserer deutschen Erinnerungspolitik auf diese Zeit, als auch dann sehr oft, nicht immer, aber sehr oft in der konkreten Umsetzung. Und dann komme ich jetzt zu diesem Realisierungsvorschlag des geplanten Zentrums. Da ist bereits im ersten Satz von den Verbrechen der Deutschen die Rede. Und das ist auch kein Einzelfall. Das kommt dann noch mehr als 2 Dutzend Mal in diesem Dokument vor. Ich stelle mir das vor in Bezug auf andere Völker, wenn hier geschrieben würde, von den Verbrechen der Spanier, der Russen, der was immer, würde man wahrscheinlich und zu Recht das als unterkomplex und unstatthaft bezeichnen. Hier steht es aber da und das suggeriert so etwas doch wie eine Kollektivschuld der Deutschen an den Verbrechen. Ich erinnere da an Richard von Weizsäckers berühmte Rede 1985, der eine Kollektivschuld für Völker ablehnte und die immer nur in der Person gesehen hat. Also mit anderen Worten hier, und viele andere sehen das natürlich genauso, und hier ist deutlich die Tendenz zu spüren einer Selbstkulpabilisierung, einer maximalen der Deutschen, die weit über die Kriegsschuld des Naziregimes, Nazi-Deutschlands für den Zweiten Weltkrieg, über die ja kein Zweifel besteht, hinausgeht. Das ist der erste Punkt. Dann ein Absatz später wird festgestellt, dass in Deutschland das Wissen über die deutsche Kriegsführung und die deutsche Gewaltherrschaft außerhalb wissenschaftlicher Kontexte gering sei. Ist auch hier mehrfach wiederholt worden. Jetzt frage ich mich angesichts dieser zahlreichen Gedenkstätten, die wir haben, der Unterrichtspläne unserer Schulen und auch der Reportagen der vielen über die NS-Zeit in den Medien, ist das eine zumindest erklärungsbedürftige Feststellung. Es werden auch keine Quellennachweise dafür genannt. Also woher kommt eigentlich das Wissen darüber? Und wenn es so wäre, ist dann
ausgerechnet eine weitere Gedenkstätte dazu angetan, die ja naturgemäß nur wenige Menschen erreicht, wirklich breit Abhilfe zu schaffen bei diesem Problem. Dann ist von Bedürfnissen oder Anforderungen einer Migrationsgesellschaft die Rede, ohne dass klar wird, was das konkret im Hinblick auf die didaktische Aufarbeitung des Themas deutsche Besatzungsherrschaft in Europa heißen soll. Weitere Probleme sind auch schon angesprochen worden. Professor Lehnstedt, Sie sprachen in Ihrer Stellungnahme von der Gefahr einer Kannibalisierung, also von einer Konkurrenzveranstaltung mit anderen Dokumentationszentren, von einer Doppelung mit Berliner Gedenkstätten und so weiter. Dafür ist das aber eine sehr teure Geschichte. Mit 120 Millionen Euro ist der Bau kalkuliert, Ausstellungen auf 14 Millionen Euro, Personalkosten jährlich 6 Millionen. Im Vergleich der Bau der Topografie des Terrors kostete nur ein Bruchteil dessen und die Gesamtausgaben liegen bei etwa über 7 Millionen Euro. So, vor dem Hintergrund dieser kritikwürdigen Punkte möchte ich jetzt meine Fragen stellen. Zunächst an Herrn Dr. Scheil. Sie haben ja in Ihrer Stellungnahme deutlich gemacht, also in der schriftlichen Stellungnahme, dass Sie dieses Zentrum nicht für geeignet halten, das Thema der deutschen Besatzungsherrschaft adäquat zu vermitteln. Vielleicht können Sie das noch mal etwas genauer darstellen, warum das so ist. Sie deuten ja an, dass die Realgeschichte des Zweiten Weltkriegs hier zu wenig berücksichtigt worden ist. Ich glaube, dass wir uns alle hier einig darüber sind, egal wer jetzt, welche Kriegserklärung zuerst erfolgt ist, dass es eine Besatzungsherrschaft Deutschlands in Frankreich auch gegeben hat. Das ist, glaube ich, kein Streitpunkt. Das war etwas missverständlich in Ihrer Darstellung vorhin. Vielleicht können Sie dazu auch noch mal etwas sagen. Aber in diesem Zusammenhang möchte ich Sie vor allem fragen, in Bezug auf Frankreich gerade relevant ist, ist das Thema Kollaboration und der Begriff Kollaboration in diesem Realisierungsvorschlag bewusst vermieden worden, ist nicht genannt worden und stattdessen spricht man von einem Zwang zur Beteiligung, der seitens der deutschen Besatzer ausgegangen ist. Wird diese Umbenennung aus Ihrer Sicht den historischen Fakten gerecht? Missachtet man da nicht auch eine französische jahrzehntelange Diskussion, die gerade um diesen Begriff der Kollaboration sich gedreht hat? Und wäre es da nicht besser gewesen, sozusagen sich auf diesen eingeführten Begriff weiter zu beziehen? Herr Scheil, bitte. Ja, vielen Dank für die Frage. Also natürlich wollte ich in keinster Weise den Eindruck erwecken, es hätte keine deutsche Besatzungsherrschaft in Frankreich gegeben. Es ging mir nur um die auch im Entwurf zu findende Wortwahl, Frankreich sei sozusagen besetzt worden. Und das ist eben die falsche Wortwahl in dem Zusammenhang, die einfach vergisst, wie dieser Krieg letztendlich zustande gekommen ist, erklärt eben von Seiten, aus guten Gründen, von Seiten Großbritannien und Frankreich. Und da muss man in dieser Gesamtdarstellung deutscher Besatzungsherrschaft eigentlich schon berücksichtigen, dass sie im Zusammenhang von Kriegsereignissen zustande gekommen ist. Also der Nationalsozialismus wurde aus guten Gründen bekämpft, aber er wurde auch aktiv bekämpft. Und da sind die Dinge, die ich da angemahnt habe oder angemerkt habe, Schulbuchwissen oder einfachstes Wissen, das auch nicht durch irgendwelche Forschungsergebnisse in Frage steht, sondern das einfach offensichtlich in der Gedenkkultur momentan keine große Rolle mehr spielt. Was jetzt zur Frage Kollaboration. Kollaborateur, das war ja auch in der Kriegszeit eigentlich schon ein Vorwurf letzten Endes, der ausgiebig ausgetauscht wurde zwischen den verschiedenen Lagern in Frankreich, die damit aber auch Konflikte aufgegriffen haben, die schon weitaus älter gewesen sind als der Weltkrieg selber. Frankreich hatte ja so eine fast schon revolutionäre Stimmung auch in den 30er Jahren mit der Volksfrontregierung, aber auch mit der extremen Rechten, die an sich die Republik gleich abschaffen wollte, was ja dann das Vichy-Regime auch zumindest mal verbal getan hat, indem man sich nur noch als französischer Staat bezeichnet hat. Natürlich ist diese ganze Kollaboration auch in anderen Ländern immer davon abhängig gewesen, wie in jedem anderen Krieg auch, wem die Kollaborateure sozusagen zutrauen, dass er letzten Endes gewinnt. Niemand steht gerne auf der Seite der Verlierer. Und insofern hat die Ausstellungskonzeption teilweise recht natürlich, dass
die Kollaborateure in verschiedenen europäischen Ländern auch durch deutsche Tätigkeits- oder deutsche Angebote dahin gebracht werden mussten, zu kollaborieren, aber eben auch in eigener Verantwortung letzten Endes gehandelt haben. Für Frankreich fällt mir beispielsweise gerade ein, es gibt ja diese schöne Darstellung von Jean-Paul Sartre über die Deutschen in Paris, wo er sehr gut den Horror deutscher Besatzung eigentlich herausarbeitet, also Terror, Nacht- und Nebelerlass und so weiter. Aber andererseits auch die völlige Naivität des gemeinen deutschen Soldaten, der da durch Paris läuft, Limonade schlürft, nichts mitkriegt und sich ausgesucht höflich gegenüber der Zivilbevölkerung benimmt. Und da gibt es nicht nur von Jean-Paul Sartre, sondern auch von vielen anderen ähnliche Darstellungen. Und wenn jetzt hier von der Ausstellungskonzeption her der Besatzungsalltag zur universellen Gewalterfahrung stilisiert werden soll, dann geht er einfach an diesen etwas komplexeren tatsächlichen Ereignissen eigentlich vorbei. Das hat meines Erachtens auch dazu beigetragen, dass diese Gedenkkultur, wie wir sie haben in den letzten Jahrzehnten bei den Jüngeren, nicht mehr so wahnsinnig erfolgreich ist. Also hier wird beklagt, dass 50% der Befragten einen Schlussstrich wollten vor 2, 3 Jahren. Ja, das ist auch nicht nur in Deutschland so und das widerspricht natürlich der Behauptung in der Ausstellungskonzeption, dass die deutsche Besatzungserfahrung von vor 80 Jahren für die europäischen Gesellschaften heute noch stark konstitutiv wäre. Das ist einfach ein Satz, der stimmt so nicht. Also das Kollektivbewusstsein hat 80 Jahre nach dem Krieg eben auch den Kalten Krieg hinter sich, die sowjetrussische Besatzungszeit, seit 30 Jahren mittlerweile eine europäische Einigung. Und die Zahl der Jugendlichen, die sich, oder überhaupt der Bevölkerung, die sich wirklich in ihrem gedenkpolitischen oder ihrem Geschichtsbewusstsein ausgerechnet an der deutschen Besatzungszeit orientieren, die ist tatsächlich eher gering und das wird wahrscheinlich auch so bleiben, Gedenkzentrum hin oder her. Wir reden hier natürlich schon sehr selbstreferenziell unter Historikern, unter Gedenkpolitikern, sage ich jetzt einfach mal. Und das wird unter vielen Aspekten die Bevölkerung nicht erreichen.